Hallo Leute, hier sind wieder MacFister 2051 und Varunaimsee. Und da es momentan so heiß draußen ist, nehmen wir gerade ein kleines Bad. Ah, schön. Abends einmal schön abkühlen. Und gerade hast du dich noch beschwert, dass ich hier Wasser platziert habe. Ja, man muss immer das Beste aus der Situation machen. Gell? Habe ich mir gerade auch gedacht. Deshalb dachte ich mir, wir könnten hier im Wasser anfangen. Wieso ist hier Wasser? Weil ich hier ein Crucible aufgestellt habe, indem ich da. Wo habe ich denn den? Brauch doch hier noch einen Eimer. Ja. Ich habe den Eimer gesucht. Weil hier liegt nämlich ein Eimer auf dem Tisch. Ja, ich habe hier nur das dafür. Kleines Lager gebaut. Ja, für alle möglichen Essenzen, ich sehe es. Genau, und die werden alle kristallisiert hier gelagert. Ich gehe mal runter und fange unten an. Ich habe hier meine Crystallizer noch ein bisschen ausgebaut. Es sind jetzt 8 Crystallizer an den Alembics angeschlossen. Alembics, wie auch immer. Und ihr fragt euch wahrscheinlich, wie das Zeug da hochkommt. Ganz einfach, wir gehen mal hier auf ein Item-Conduit und dann seht ihr das. Also, ja, man sieht auch so, dass das so hochgepumpt wird. Ja, ohne sieht man es nicht. Oh, du Redstone, Strings und Gunpowder, Kisten und Köpfe. Alles, alles. Also hier aus dieser Kiste werden die Items hier in den Furnace gezogen. Aus der rechten Kiste kommt Kohle nach. Hast du wahrscheinlich noch nicht gesehen. Ja. Und dann wird das alles verbrannt und dann kommt es in die Item-Conduits. Die Item-Conduits gehen da hoch und befüllen unsere Fässer. Alles. Hallo? Hoch da. So. Wir kommen hier hoch. Gut, ich lasse dich das mal weiter erklären und ich gehe mal drüben nach dem Schwert gucken, was ich machen wollte nochmal. Genau. Und wird einfach alles einsortiert. So ist es für mich einfacher, inzwischen Golems zu erschaffen, hoffe ich doch mal. Da wird man uns gleich. Ach ja, ein paar Shards habe ich auch noch gemacht. Ja, Shadow TS ist jetzt ein paar Minuten zu spät. Für die Aufnahme. Ja, ist er wohl. Ja, ein paar Shards habe ich noch gemacht, weil die baue ich ja auch. Und jetzt gucken wir mal nach, wie man die Golems nochmal machen, weil ich glaube, inzwischen können wir das schaffen. Weißt du noch, welche ich machen wollte? Nein, du hast nur erzählt, dass du Golems machen willst. Ich glaube, es waren die Wachs-Golems. Manilum, Adite, Kobalt, Papier. Jetzt hat man tatsächlich mal gucken, wie das ist, wenn ich jetzt aus Papier was an dem Schwert hinzufüge. So, hier. Nein. Habe ich jetzt? Boing, hey, ja. So ist das doch schön. Man haut ihn und er begrüßt einen. Ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht. Bitte. Ich hatte mir halt das Schwert hier gebaut, das habt ihr ja gesehen. Das habe ich, glaube ich, vorher zur Folge gemacht oder so. Wir haben noch Zombie Brains. Jetzt gucken wir mal, wie das wäre, wenn ich eine Schwertklinge machen würde. Aus Papier, die macht einen Modifikator. Wenn ich jetzt mein Schwert austauschen würde, ob das überhaupt irgendwas bringt wie ein Modifikator. Haben wir noch irgendwo Zombie-Brains? 4 hier und 5 da, die gehen nicht weg, das ist natürlich krass. Haben wir noch irgendwo Zombie-Brains? Nicht, dass ich wüsste. Ich merke gerade, ich habe einen Fehler gemacht. Ah, vielleicht hier. Ja, da sind noch welche. Ich habe alle Zombie-Brains gecrystallized. Jetzt brauche ich welche. Ja. Kann tatsächlich das Schwert aus Papier machen, es wird natürlich stärker und kriegt noch einen Modifier, das ist doch geil. Ja. Break Cantillo. Papier ist stärker wie das Holz, cool. Dann machen wir natürlich alles aus Papier zusätzlich, um noch ein paar Modifier drauf zu kriegen. Was brauchen wir denn da? Schwertklinge falsche. Wo ist sie denn da unten? Da brauche ich. Nein, die geht nicht. Die geht nicht. Oh. Precantagio. Jawohl. So. Oh, halt noch den Stock. Na. So, wenn wir das jetzt reinwerfen.
und 3, 4. So, die Haltbarkeit von 514 auf 504 ginge sie runter. Aber es gibt noch mal einen zusätzlichen Modifier und ich meine, das bisschen ist jetzt ja egal, zumal wir eh Diamant in Durability drauf haben. Ich muss ihm gerade mal schreiben, ja, hallo, wir nehmen auf. Was denn jetzt? Habe ich das Zeug daneben geschmissen? Hallo, schneller! Vor. So, ich habe noch ein paar Köpfe vor dir gerettet. Die habe ich jetzt im Inventar. Die sollst du nicht kristallisieren, weil die könnte man gebrauchen. Ja, habe ich nicht gewusst. Ich dachte, ja, ja. Brauchen wir nicht, hauen wir rein. Ja, ja, so geht's. Ich mache mir noch ein bisschen Quarz. Wachs. Weil Wachs kann man gebrauchen. Quarzblock, so. Überlegen gerade, was kann man auf so einem Schwert gebrauchen? Sharpness. Ja, Quarz und die Sharpness macht. Glück haben wir. Diamant für die Durability braucht man. So, wir haben 24 Wachs. Flux haben wir schon gemacht. Rückschlag und wir haben nicht. Kein Flug. Muss oder doch da nicht. Oben an der Decke klebt was. Ja, ich würde sagen, da kann man jetzt einfach nur Power machen. Das muss einfach nur stärker werden, also richtig. Das einzige Problem dabei ist, ihr werdet sehen, dass die XP, die ich zum Leveln brauche, mit jedem, mit jeder Stärke hochgeht. Weil es mehr Schaden macht. 5 Schaden. 2 Wachsblöcke. Da ist schon ein bisschen mehr drauf. Egal. Die Blöcke. 8 Humanus, 8 Modus, 8 Spiritus. Und wir sehen, die XP gehen um 112 nach oben. Dafür, dass es dann ein Attack Damage mehr wird. Aber pro Modifier gehen, glaube ich, 3 Stärkestufen. Haben wir hier nicht. Bei 6 Modifiern könnte sogar der Quarz zu wenig sein. So, hier haben wir auch eine kleine Liste oben dran, wo was zu finden ist. Gucken wir mal, ob wir es finden. So, noch 3 Modifier übrig und wir sind schon bei 12 Attack Damage. Humanus, brauchen wir 8. Machen wir mal doppelte Menge. Humanus Spiritus brauchen wir auch 8. Das klingt schon fast, als ob du gerade betest. Humanus Spiritus Senti. Komm gleich und hau dich mit meinem neuen Schwert. Und was habe ich gesagt, was ich noch brauche? Humanus Spiritus Senti hast du gesagt. Ja, aber das brauche ich nicht. Spiritus? Motus. Modus. So, das war's. 20 Attack Damage, 10 Herzen. Das normale Schwert hat Motus. Mehr, ist aber auch schon auf Master und das hier ist noch clumsy. Wie ihr seht, brauchen wir schon einiges an XP. Motus. Aber ich muss auch gucken, dass wir eine Papierklinge kriegen. Dann haben wir noch einen Modifier mehr. Das könnte Motus sein, aber dann hätten wir ziemlich wenig. Ne, Maschine. Und ansonsten rockt das Schwert schon ganz schön. Können wir den Rest mal wegbringen. Dann hau ich mal Varuna, ich hoffe, der hat nichts dabei. Ich habe immer was dabei. Bringen wir mal irgendwas... Achso, du siehst das nicht. Irgendwas? Noch Motus. Was ist das nicht auf Federn? Das könnte sein. Aber Federn habe ich schon kristallisiert. Ich habe leider noch gar keinen... Stormcraft gemacht, ich kann nicht mitreden. Weiß nicht mehr, wo das drauf ist. Ansonsten versuch's mit einem Pisten. Ja, das habe ich mir gerade auch gedacht. Ich sehe den Pisten, aber ich habe keine Ahnung, was drauf ist. Bringst du mir mit? Bin schon da. Ist. hat viel gebracht. Such dir die Holzkiste, die Pisten selber. Ja. Und du könntest mir mal deinen komischen Spiegel geben, vielleicht kann ich mal anfangen, ein paar Sachen zu scannen. Ja, kann ich machen, weil ich sehe ja trotzdem die, die Aspekte sehe ich ja trotzdem, weil ich die Goggles of Revival drauf habe.
So, jetzt haben wir bloß ein Problem. Hier ist belegt, dann müssen wir hier mal kurz. Wo fängt man denn an? Das Ding scannt wie verrückt und macht die Kisten auf, aber es passiert nichts. Gute Frage. Ich muss Pflanzen studieren. Genau. Musst aber mit den wie kann ich in der Kiste scannen? Wie geht das? Einfach den in die Kiste reingucken, mit der Maus den Spiegel nehmen und den einfach übers Item halten. Ach cool. Ja, wirklich sehr praktisch. So, wir machen jetzt hier mal leer, weil ich brauche unbedingt Modus. Und davon haben wir ja schon genug. Davon haben wir auch genug. Verstehe nichts. Ich muss Pflanzen studieren, um Pflanzen zu studieren, und die Pflanzen sagen mir nichts. Komm mal zu mir. Ich habe eine. Ah ne, das geht nicht. Oder? Ne, das geht nicht. Schade. Schade, ich kann nichts lernen. Du bist dumm. Du bist dumm. fang mal mit Seeds oder sowas an. Also mit den normalen. Hab ich. Wollte nicht. Mit den ganz normalen Dingern. So, jetzt gucken wir gerade mal, ob wir irgendwo Modus kriegen. Nein, kriegen wir immer noch nicht. Da laufen so viele Nachrichten durch, das werde ich nie wieder lesen können. Das können wir wegmachen. Charcoal hat sich scannen lassen als erstes. Und mal gucken, ob hier noch irgendwas Überflüssiges drin ist. Ach, die können wir nicht aufmachen. Haben wir uns ein bisschen verbaut. Ja, irgendwo eine gammelige normale Kohle drin liegen. Auch da. Die geht nicht. Oh Mann. Da kriegt doch Hungerschaden. So ein armes Ding. So, Motos haben wir hier drin. Das muss jetzt bloß noch kristallisiert werden. Und dann können wir oben weitermachen mit Golems. Womit hast du denn angefangen beim Scannen? Ach, wenn ich das noch wüsste. Ja, du kannst mal kommen und die Shards kannst du mal anfangen zu scannen. Ich glaube, das geht. Meinst du? Weil die sind eigentlich Grundelemente. Das wäre eine Idee. Ja, ich bezweifle, dass es geht, aber wäre natürlich cool, wenn es ginge. Nicht diese, die nicht. Die kannst du nicht scannen, aber die normalen Shards. So, hier haben wir zwei Modus. Glaube ich. Ja, aber wir brauchen noch mehr. Und? Keine Ahnung. Es macht mir kein Fehlergeräusch. Kannst auch mit Baumstämmen mal gucken, ob das geht. Wenn ich das noch wüsste, mit was ich da angefangen habe. So, ich will auf jeden Fall einen Golem erschaffen. Metallum. Hm. 4 Motos haben wir. 8 brauchen wir Minimum. Für einen Golem. Ich versuch's mal mit so einem Ding. Die kenne ich. Habe ich gerade schon probiert. Das wäre natürlich ideal. Dann könntest du jede Essenz einfach scannen. Ja. Jedes Mal eins. Ich versuch's mal noch mit ganz normalem Cobblestone und so Kram. Genau, Cobblestone, Stone, Erde. Rastblock habe ich schon versucht, aber Erde habe ich noch nicht. Du musst halt wirklich mit den. Oder Sand. Also mit den ganz simplen Dingern musst du anfangen. Wo mein Wecker geht. Muss nämlich gleich los zum Arbeiten. Deshalb nehmen wir gerade noch eine Folge auf. Und dann muss ich auf das Motus warten. So, 6 Motus haben wir. So, ich habe jetzt einfach mal die ganzen Pistons, die du mir gegeben hast, die Hälfte davon hier reingehauen. Ja, Erde ging. Erde ging. Gunpowder ging. Ja, und Stein ging. Jetzt fehlt noch Cobblestone. Ja, je mehr du am Anfang irgendwann hast, desto schneller geht's. Ach, also, shit. Irgendwann kannst du einfach mit dem Spiegel ein durch die Kisten rennen. Ein Sand. Ach, 2 Modus, komm! Dies geht. Sand geht, jawohl. Oh, fuck, ey. Diese blöden Drawer funktionieren aber auch echt beschissen. Immer noch die gammeligen Deine.
Versuchen wir es mal mit Lapis. Dann guck mal ja, einfach in die Blöcke-Kiste. So, eins noch. Ein Motor. Ja, haben wir da Cobblestone drin? Hä? Haben wir dort Cobblestone drin? Ja, Cobblestone hast du. Cobblestone Bricks, Massy Stone Bricks. Ach, die brauche ich ja gar nicht rauszuholen. So, also, wir brauchen jetzt 8 Humanus. 8 Motus. 8 Spiritus. Ein Tellow. Block. Und wir haben Alt Golem. Jawohl. Ja, sicher. Ja. Nach ungefähr 7 Folgen, gefühlten 7 Folgen, habe ich einen Golem. Jawohl. Da bin ich mal gespannt, den gucke ich mir gleich mal an. Oh, der hat einen. Warum hat der einen. Hat der einen Glashut auf? Wird langsam. So, jetzt müssen wir gucken. Ich habe noch keinen dammligen Cobblestone. Wo gibt's denn Cobblestone? Hier. Wegen den Upgrades, der soll uns Crops machen. Ich weiß, dass es da irgendwas gibt. Harvest, Guard, Butcher. Ah, mir fällt gerade ein, du wolltest doch mal gegen den Golem kämpfen. Ja, soll ich das direkt machen? Nein, der ist noch viel zu schwach. Der ist noch klein. Na schade, im ME geht's nicht. Da kannst du nicht nach irgendwas gucken. Und Fackel, Seelensand, etwas Gold, Gold, Puder, Glas, Enderperlen, Diamanten. Ich glaube, Enderperlen sind viel zu kompliziert. Aber Glas geht, sehr schön. Gold geht. Farmer, Farmer. Ja, ist alles noch kompliziert. Bin immer noch am Anfang. Ein Nitor brauche ich. Nito und Bricks, haben wir Bricks? Ganz normale Bricks, ein paar. Willst du mal gerade vorbeikommen? Willst du jetzt die Bricks haben? Ja, also die Glossbund. Sind in der Blöcke-Kiste. Lux. Auch zum Zentrum oder die Blöcke-Kiste. Wenn du mal den blöden Punkt da hinten offen geben machen würdest, käme ich auch zu dir. Müsst nicht mehr laufen. Ja, mach ich halt. Die Anzeige da hinten ist einfach zu lahm. Ja. So, Bricks willst du? Ja, also, bin da. Also ganz normale. Ja, ja, die richtigen Bricks. Minecraft, original. Ja, genau, aus Clay. 3 Lux. Machen wir 12 Lux. 12 Lux. Ignis und Potentia. Ja, das ist noch viel zu viel, was ich nicht kann. Oh, der Armor-Stand ging. Oh, du kommst hierher, oder? Bin schon lange bei deinem blöden Golem. Ja, habe ich mir gedacht, weil ich. Wenn ich jetzt gerne sage, ich bin. Nee, ja, du bist nicht mein Master. Das da rein. Was haben wir hier noch? Achso, Spiritus Senti. Spiritus, Humanus. Das da rein. Und was brauche ich noch? Nitor wollen wir. Ja, warum soll ich das Zeug vorbeibringen, wenn du eh nicht, wenn du nichts machst? Ich mach doch was. Ich stehe doch hier. Bin doch hier oben. Na hier. Ja, logisch. Ich muss nur. Spiritus. Das hat nicht geklappt. Ah, jetzt. Warum da liegen Nein, sie doch? Doch nicht solche Bricks. Ja, hast du selbst noch gesagt, aus Clay. Das sind die Dinger aus Clay. Na, ich brauch die kleinen. Ach, also, die Steine an sich? Ja, hier, nimm mit, wieder Wind. Ja. Was brauch ich noch? Was habe ich gesagt? Stärke. Oh, ich kann eins von deinen Papaya-Jelly-Sandwiches essen. Oh, das macht aber ganz schön satt. Ja, die sind inzwischen schon gut. Hä? Ah, pulverisierte Kohle geht auch inzwischen. Es wird langsam mehr. Ich, mir fehlt noch ein. Ich will noch Pflanzen studieren. Hä, hab ich noch keinen? Potentia. Habe ich
ich das noch nicht. Wie basic soll es denn noch sein, dass ich studieren darf? Hm? Nee, du Samen geht nicht, Weizen geht nicht. Bitte studieren Sie Pflanzen. Och nein, jetzt habe ich wieder Scheiße gebaut, oder? Nichts Neues. Oder brauche ich da einen Zauberstab? Gib mir einen Zauberstab, schnell, schnell, schnell. Crafting Table und guck mir den mal an. Ich kompliziert, glaub, ey, ich werd wahnsinnig. Ich hätte da einen Zauberstab gebraucht. Nee, das muss jetzt nicht das ME zu müllen. Auf zum Zentrum und ab in die Pflanzenkiste. Ach, jetzt habe ich es wieder verkackt. Mann, Mann, Mann. Ich wollte doch Du hast deinen komischen Golem fertig. Ich wollte doch bloß Nito machen. Ach, ein Glowstone muss ich noch reinhauen. Oh Mann. Bist du doof? Was für blöde Pflanzen soll ich denn hier bitte lernen? Baumstämme. Plopp, alles nicht. Hier haben wir alle möglichen gammligen Baumstämme holen. So. Abel. Und jeweils so eine Pflanze. Ein bisschen Luchs rein. Apfel geht nicht. Katze, Eiche, Birke. Aber Potenzial haben wir jetzt aber auch nichts mehr. Und das ist leer. Will alles nicht. Dann müssen wir hier wieder covern. Damit es nicht wieder drüber rausschwappt. Wo ist denn Potenzial drin? Er schafft noch nicht mehr das gammelige Eichenholz. Hier, Aluminiumfans. Ich werde mich damit mal für die nächste Folge beschäftigen. Aber ein bisschen was sehe. Aber der ist viel zu groß. Kannst du mal gucken, ob du Aluminium scannen kannst? Aluminium? Kannst du vergessen, warum? Ach nee, Aluminium. Also ich kann gerne gucken, ob ich es kann, aber ich glaube es nicht. Geht ja gar nicht. Das ist schade. Ach, Kupfer gegen Zinn Kohle und Blei war anscheinend so kompliziert. Kohle gibt Potenzial, dann muss ich doch mal hier Kohle reinhauen. So, mach mal Kohle. So, das war's aber auch von der heutigen Folge Minecraft. Guy Factory. Ja, voll gegen ich den guck noch ein bisschen hier weiter und weiß zum nächsten Mal hoffentlich ein bisschen mehr. Ja. Nee, Aluminium ging nicht. Ja, stimmt. Nickel geht. Aluminium geht gar nicht, glaube ich, auch später nicht. Aber der Aluminium-Fans geht wiederum. Naja. Das haben geklappt. Also, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da. Schaut bei Mephisto 2051 vorbei. Und auch bei Varuna. Steht hier und wartet noch auf seine Aktivierung. Das machen wir in der nächsten Folge. Ciao, Minecraft. Tschüss, Leute. Ciao, Varuna.